Davor nochmal ganz kurz die Erklärung, warum kam kein Video? Ganz einfach, mein Laptop war gecrashed, die Festplatte war kaputt. Jetzt ist er wieder da, das heißt, jetzt kann ich wieder Videos machen, wie ich es mit dem Thumbnail hinbekomme und so weiter und so fort. Weil die Dateien alle weg sind, die ganzen Photoshop-Dateien und so, muss ich mal schauen. Aber kriege ich sicherlich irgendwo hin. Wenn es euch heute gefällt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben, damit ich mich tierisch freue. Die letzten beiden Episoden über 1000 Likes. Auch heute wäre das wieder richtig nice. Und wir kommen mal ganz kurz zu einer Sache, und zwar die Geschichte mit dem roten Pfeil. Ich wurde natürlich gefragt, Max, warum tust du das? Der Hansus macht das schon, der auch noch du. Ich werde das aufs Nötigste reduzieren, aber Freunde, nichts gegen euch, aber ich muss ein bisschen gucken, wo ich bleibe. Irgendwie macht es jeder. Jeder ist klickgeil. Jeder macht klickgeile Titel. Und deswegen werde auch ich zumindest ab und zu bei guten Episoden mal ein bisschen was machen. Einfach, damit ich nicht auf der Strecke bleibe. Ich muss auch ein bisschen an mich selber denken und ich denke, ihr könnt es verstehen. Das ist einfach mal jetzt wirklich Real Talk. Die Klicks sind nun mal wichtig. Genauso wie die Abo-Zahlen, genauso wie die monetarisierten Aufrufe. Ich muss gucken, wo ich bleibe. Und dementsprechend, ja, ab und zu vielleicht mal ein roter Pfeil, denn es bewirkt wirklich viel. Und das darf man einfach nicht vernachlässigen. Dementsprechend hoffe ich auf euer Verständnis. Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare. Es ist nun mal so. Und die, die mich kennen und die, die länger dabei sind, die sind ja sowieso hoffentlich bei diesen Videos dabei und kommen nicht erst durch die roten Pfeile drauf. Zum Thema Transfers, wie gerade angesprochen, habe ich mir nochmal Gedanken gemacht, beziehungsweise durchgelesen, was bei euch so, ja, angesagt ist. Reece Oxford, habt ihr gesagt, ist nicht ganz so nice, aber ich werde ihn trotzdem ausleihen, zumindest für eine Saison, mit Kaufoption, um zu schauen, ob das vielleicht funktioniert. John Anthony Brooks, da weiß ich noch nicht so wirklich, was Sache ist. Mikel Merino soll ich auf jeden Fall holen. Marc Stendera wurde ebenfalls als Backup gefordert. Bei Yunus Malli seid ihr euch nicht ganz so einig. Ich muss auch dazu sagen, dass ich ganz ehrlich, ja, das Ganze verstehe. Hab gesagt, ich will doch, ja, im Endeffekt die Bundesliga gewinnen und Champions League-Sieger werden und so fort, auch wenn das erst nächste Saison ist, weil ich hier keinen internationalen Wettbewerb gerade eingestellt habe, aber natürlich stimmt das. Eriksen, da seid ihr euch nicht ganz einig, aber da werden wir gleich nochmal gucken. Divock Origi würdet ihr schon ganz gerne sehen, und auch bei Kevin Volland soll ich das Ganze nochmal versuchen. Werde ich auf jeden Fall alles machen. Jan Oblak kommt frühestens im Winter, denn wir haben wirklich ja gerade erst geholt. Mal schauen, was wir jetzt so rausholen können, aber zunächst einmal schauen wir, ob wir den ersten richtigen Kracher-Transfer machen. Pustekuchen, wir warten noch auf Eriksen, aber gucken mal, was Mario Götze zu einer Rückkehr sagen würde, denn ihr habt auch geschrieben, ist doch realistischer, sehe ich genauso, und deswegen schauen wir mal, ob wir Götze holen können. Des Weiteren seid ihr alle sehr angetan von Ousmane Dembélé, dem Supertalent von Stade Rennes. Und auch bei dem habe ich zumindest mal eine Leihe angefragt. Ist gerade erst dahin gewechselt, sonst können wir ihn erst nächste Saison holen. Aber per Leihe ist das theoretisch möglich und geil wäre es auf jeden Fall. Die Frage ist, wie wir uns das alles leisten können. Das ist natürlich ein wichtiger Aspekt dabei, denn ganz ehrlich, so ein Volland, dazu noch ein Götze, dazu noch ein Dembélé, dazu noch beispielsweise ein Brooks und Stendera, das frisst schon ganz schön Kohle und da müssen wir gucken, ob wir irgendwas verkaufen können. Wir erhöhen das Gegenangebot für Roman Weidenfeller nochmal auf 9,5 Millionen, denn momentan ist er noch ein bisschen was wert und das wollen wir auf jeden Fall ausnutzen. Das Angebot für Chelsea wird immer besser, 53 Millionen, aber wir wollen mehr. Ihr habt gesagt, auf keinen Fall ihn gehen lassen, 73 Millionen, dann würde ich ihn gehen lassen. Und Tamoada verkaufen wir natürlich für 300.000 an den FC Lugano. Hertha BSC möchte 15 Millionen für John Anthony Brooks haben, die haben wir aber nicht, deswegen bieten wir 10,5 für das Abwehrtalent aus den USA. Und wir bieten 1 Million für Mikel Merino. Mal sehen, ob wir den bekommen. Nur ein 67er Rating, aber in Realität kommt er ja auch zum BVB, deswegen wollen wir ihn natürlich auch haben. Neven Subotic wurde verkauft an Newcastle United und zwar für 13 Millionen. 11 Millionen haben wir Transferbudget dazu bekommen. Dazu haben wir ein Angebot für Ilkay Gündoğan. 36 Millionen möchte Valencia bezahlen. Das ist natürlich zu wenig. 66 machen wir als Gegenangebot. Und die Sache beim Angebot für Eriksen ist, das läuft natürlich bald aus, muss man natürlich ganz klar dazu sagen. Und wir haben da ja Kagawa mit drin verrechnet, dementsprechend ist es natürlich schon eine kritische Geschichte, denn so würden wir nur im Endeffekt 7,5 Millionen bezahlen und dazu halt Kagawa. Und naja, bei anderen Transfers wie Götze kann ich Kagawa, glaube ich, nicht verrechnen, das ist natürlich auch nochmal so ein Aspekt. Da dran ist der erste Verein, der das Ganze ablehnt, und zwar die Ausleihe für Ousmane Dembélé. Das heißt, wir bekommen den anscheinend, ja, nur momentan noch nicht, eventuell in der nächsten Saison. Wenn ich übrigens frage wegen dem Zoom, ne, ich mache das, damit ihr nicht die nächsten Sachen auch schon gespoilert bekommt. Der FC Bayern sagt, inakzeptabel, Mario Götze wollen wir nur für 67 Millionen abgeben. Wir versuchen das Gleiche jetzt, wie gerade eben bei dem Kollegen Christian Eriksen, und zwar das Ganze mit Shinji Kagawa zu verrechnen, 5 Millionen und den Japaner. Und die Eintracht hat das Angebot für Marc Stendera akzeptiert. 7 Millionen würde uns der junge, ja, Freistoßspezialist für, ja, insgesamt jetzt 4 Jahre kosten. Mal schauen, ob wir das Ganze machen. Mainz möchte 20 Millionen für Malli. Das ist in meinen Augen deutlich zu viel. Da kriegen wir Stendera deutlich günstiger. Und der hat ein ähnliches Potenzial. Deswegen bieten wir nochmal 15. Und haben einen weiteren Verkauf, wie gerade schon angesehen. Und zwar Tamohara, der geht zu Lugano.
Hertha BSC ist weiterhin nicht daran interessiert, uns Brooks zu verkaufen. Sie haben sogar ja, das Angebot von einem anderen Verein angenommen. Ich weiß nicht, wo er hingeht, aber irgendwo geht er jetzt hin. Des Weiteren hat Chelsea akzeptiert 73 Millionen für Mats Hummels. Was zum Fick? Das geht ja gar nicht. Damit habe ich absolut nicht gerechnet, aber jetzt ist er eventuell weg. Während Palermo übrigens abgelehnt hat, für Weidenfeller mehr Geld auszugeben, hat Bayern 04 Leverkusen sich Brooks für 11 Millionen gesichert. Wir haben Angebot für Aubameyang über 44 Millionen, aber jetzt können wir den nicht auch noch gehen lassen, nachdem wir gerade schon Hummels verkauft haben eventuell. Und Osasuna möchte ein bisschen mehr für Mikel Merino, was ich nachvollziehen kann, 1,5 Millionen bieten, meiner Meinung nach. Valencia bietet nur 37 Millionen für Gündogan, aber das ist natürlich deutlich zu wenig. 58 wäre schon meine unterste Schmerzgrenze. Und hier haben wir die Akzeptanz von Mainz 05 für das Angebot von Yunus Malli. Aber ich glaube fast, dass ich den mir nicht holen werde. Nein, 110.000, mir ist Stendera einfach lieber. Der Abschlussbericht zu Wissam Ben Yedder ist da und auch bei dem werde ich einfach mal anfragen. Das wäre ein sehr guter Ersatzstürmer. Volland werden wir aber gleich auch mal anfragen. Und wir brauchen natürlich einen neuen zentralen Innenverteidiger, wenn uns Mats Hummels wirklich verlassen sollte. Aber es wäre ja lustigerweise tatsächlich realistisch. Deswegen nehmen wir ihn auch aus dem Training gleich raus und trainieren lieber bei Gündogan die Fernschüsse und schauen mal, was da so kommt. Ein B immerhin. Ansonsten nochmal B bei Pulisic, der im Rating steigt. A und A bei Weigel und Saar und Durm nur mit dem F. Die Roma bietet uns 29 Millionen für Shinji Kagawa und da werden wir, naja, mal ein bisschen erhöhen und zwar so auf die 40 Millionen. Und weil die Bayern Kagawa nicht haben wollten, machen wir da 42 Millionen draus für Mario Götze und schauen mal, was da so geht. Es ist tatsächlich passiert, 73 Millionen bezahlt der Chelsea Football Club für Mats Hummels. Wir haben keinen Kapitän mehr, wir haben 73 Millionen mehr in der Kasse, beziehungsweise 62 Millionen und müssen uns einen neuen Abwehrchef suchen. Währenddessen hat Osasuna das Angebot für Mikel Merino akzeptiert und den werden wir es versuchen zu verpflichten. Und Marc Stendera hat unser Vertragsangebot akzeptiert und wird dementsprechend unser Neuzugang von der Eintracht aus Frankfurt werden. City hat Gott sei Dank noch ein bisschen Menschenverstand, hat Aubameyang jetzt nicht gekauft für 94 Millionen, aber wir haben trotzdem 132 Millionen Euro auf dem Konto. Das ist krank. Toulouse hätte gerne 19 Millionen für Wissam Ben Yedder. Wir versuchen nochmal 15 Millionen und haben Angebote für Marcel Schmelzer. Über 6 Millionen von Borussia Mönchengladbach, aber da wollen wir mindestens mal 16 sehen. Ich mache das einfach nur sporadisch. Und für Henrik Mkhitaryan von PSG, was natürlich auf jeden Fall interessant ist. Und von wem noch? Ich glaube von noch einem Verein für Mkhitaryan. Ja, von Monaco. Das ist natürlich einfach nur krank. Die große Frage ist jedoch, was machen wir wegen der vakanten Position von Mats Hummels? Wir müssen wahrscheinlich doch eine Anfrage bei Kostas Manolas starten. Das wäre zumindest in meinen Augen kein unrealistischer Transfer. Einer ist aber noch realistischer und zwar Skodran Mustafi, den ich mir sehr gut auch in der Realität bei Borussia Dortmund vorstellen könnte. Hummels geht zu den Bayern. Wie wäre es mit dem deutschen Verteidiger? Valencia spielt nicht so gut in der Liga in der Realität und dementsprechend könnte der BVB auch an so einem interessiert sein. Und weil wir sowieso schon so nah an der Realität sind, fragen wir mal Ömer Toprak an, denn auch an dem hat der BVB dem Vernehmen nach ja Interesse und Leverkusen hat sich hier zumindest gerade mal Jonathan Brooks gesichert. Die TSG aus Hoffenheim ist nicht interessiert daran, Volland abzugeben, zumindest nicht für das Geld, das wir geboten haben. Die wollen 36 Millionen. Ach du Scheiße. Raphael Varane und Aymeric Laporte, genauso wie Matteo Musacho, sind weitere Innenverteidiger, die theoretisch in Frage kommen würden. Musacho ist mir aber zu klein und ich glaube Laporte und Varane, da ist Mustafi noch wahrscheinlicher. Leverkusen möchte 32 Millionen für Toprak haben und Valencia sogar 44,5 Millionen für Mustafi. Allerdings muss man sagen, wir haben ja das Geld, auch für Volland. Und vor allem hat PSG akzeptiert 71 Millionen Euro für Henrik Mkhitaryan. Das ist einfach nur unnormal und sowas kann man einfach nicht ablehnen. Die nächste Trainingseinheit steht unter dem Schock von Mats Hummels. Und natürlich unter dem Schock von Henrik Mkhitaryan, die beide unseren Verein wohl verlassen werden, beziehungsweise schon verlassen haben. Die Ergebnisse sind aber ganz durchschnittlich, bis auf Gündogan. Und jetzt das, der FC Bayern München akzeptiert das Angebot für Mario Götze. Nur möchte er nach der Vergangenheit nochmal zu Dortmund zurück? Das ist natürlich die große Frage. Aber bevor wir die Frage klären, haben wir zunächst einmal einen neuen Neuzugang. Und zwar ist das Mikel Merino, den wir gerade schon angesprochen haben, von Osasuna. Der verstärkt unser zentraldefensives Mittelfeld und wird im Idealvergleich weiterverliehen. Der Roma ist Kagawa nicht ganz so viel wert. Und auch Borussia Mönchengladbach möchte nicht so viel für Schnelzer bezahlen. Monaco würde Mkhitaryan für 69 Millionen auch nicht kaufen, aber wir haben ihn ja sowieso verkauft am PSG. Die TSG 1899 Hoffenheim hat das Angebot für Kevin Volland akzeptiert. Das heißt, wir treten jetzt in Vertragsverhandlungen mit dem guten Kevin. Und tatsächlich hat sich PSG auch beim Gehalt mit Mkhitaryan geeinigt. 71 Millionen
für den Armenier. Valencia lässt sich locker. Die wollen unbedingt diese 44,5 Millionen. Vielleicht kriegen wir ja Kagawa da irgendwie jetzt hinverkauft. Das wäre natürlich ein absoluter Traum. 10 Millionen und dazu noch Kagawa. Das könnte reichen. Das sieht doch schon mal sehr gut aus. Natürlich akzeptiert Toulouse mittlerweile unser Angebot für 16 Millionen oder über 16 Millionen für Wissam Ben Yedder. Und somit können wir den Franzosen verpflichten. Und West Ham United akzeptiert die Leihe von Rhys Oxford. Im Anschluss haben wir dann die Möglichkeit, den für 2 Millionen Euro zu kaufen, wenn er sich denn gut macht. Das könnt ihr dann entscheiden. Die Borussia aus Gladbach bietet 15 Millionen für Sven Bender. Allerdings ist es in der momentanen Situation für mich nicht so cool, auch noch so eine Identifikationsfigur aufzugeben. Also 22,5 müssten schon sein. Und dann kommt genau das, was ich mir gedacht habe. Götze möchte niemals wieder für diesen Verein spielen, nach dem, was ja geschehen ist in der Vergangenheit. Die Fans würden ihn wohl nicht akzeptieren. Das stimmt natürlich, da kann man nichts gegen sagen. Aber wir versuchen es mit 280.000 Gehalt, einfach um es irgendwie zu schaffen. Dazu verleihen wir jetzt Moritz Leitner an die Grasshopper Zürich, an die Grasshoppers Zürich. Ein Jahr für unseren Mittelfeldspieler, vielleicht eine gute Zeit. Und jetzt, Freunde, habe ich gute Nachrichten. Valencia hat akzeptiert. 10 Millionen Kagawa für Shkodran Mustafi. Wir könnten einen neuen Abwehrchef für unsere Mannschaft gewonnen haben. Und dazu hat Kevin Volland das Angebot akzeptiert und wird zu unserem Kader zuschussen. Der erste richtige Top-Transfer, den wir für unsere Mannschaft machen. Und jetzt haben wir zunächst mal wieder eine positive Nachricht. Ben Yedder hat das Angebot akzeptiert und wird ebenfalls zu uns stoßen. Christian Eriksen hat allerdings das Angebot abgelehnt, was ich ihm gerade noch unterbreitet habe für 190 Millionen. Deswegen gehen wir da mal hoch auf 230.000. Die Trainingsergebnisse sind ausgeglichen und Mario Götze wird uns nicht verstärken. Während Borussia Mönchengladbach ein Angebot über 18,5 Millionen Euro gemacht hat. Schreibt mir in die Kommentare, das werde ich frühestens nach dem Spiel gegen die Borussia machen, soll ich es annehmen oder nicht. Und Leverkusen hat angenommen für immer Toprak, das heißt, wir werden auch den versuchen zu verpflichten. Denn momentan haben wir ein Stamm-Innenverteidiger-Personal, tatsächlich nur Ginter und Sokratis. Und dann schreibt mir bitte in die Kommentare, wen sollen wir als neuen Zehner holen, wenn es mit Eriksen nicht klappen sollte. Wie wäre es denn vielleicht mit einem Sigurdsson oder mit einem Bojan? Die klingen doch beide eigentlich auch gar nicht mal so interessant. Gerade der Spanier ist vielleicht perfekt geeignet für unser Spiel. Und als letztes machen wir jetzt die Anfrage für Divock Origi. Ich biete gleich 8 Millionen, weil ich glaube, dass 7,5, obwohl da steht, der Transfer ist möglich, nicht angenommen werden. Mal sehen, ob wir den bekommen. Rhys Oxford kommt zu uns. Und auch Christian Eriksen hätte jetzt akzeptiert. Allerdings haben wir ja Kagawa noch bei einem anderen Transfer verrechnet. Und ich weiß nicht, wie das Ganze funktioniert, ob das überhaupt klappt. Deswegen warten wir mal ab und ich werde zunächst einmal Mustafi akzeptieren. Dann gucken, ob das mit Eriksen irgendwie dank einem Glitch funktioniert. Und sowieso solltet ihr mir in die Kommentare schreiben, ob wir Eriksen überhaupt wollen oder doch einen anderen verpflichten sollen. Guckt euch den Mist an. Ich drücke auf Simulation, es geht nicht weiter. Irgendein scheiß Bug, das kann ich jetzt gar nicht gebrauchen. Das gibt es nicht, Leute. Er ist weg. Der Spielstand ist einfach weg. Nicht mehr da. Nichts. Nada, niente. Keine Zwischenspeicherung. Gar nichts. Darf ich das jetzt nachstellen oder was?